So, guys, hier bin ich wieder again, euer Mr. Mangobaum auf eurem Lieblingskanal. Genau, wir haben gerade ein Angebot bekommen, $700 für einen geilen Kampf als Referee. Also wir kämpfen nicht. Wir kriegen jetzt $700. Beim letzten Mal haben wir 500 bekommen. Und diese Events finde ich richtig geil. Yoshi Gakuza gegen Ivan Trost. Ivan Trost, den haben wir doch mal begleitet zum Ring irgendwie. Der hat doch mal, und wir haben halt auch gesagt, dass wir Geld bekommen, dass wir an seiner Seite sind. Oder? Ja! Der hatte mal eine 15-8. Der ist ja echt abgestürzt. Der wird verlieren. Ja, der war mal ein Champion-Kampf. Da war schon seiner Seite. Der andere Gegner war auch ein Klient von meinem Manager. Ah, der hat den hier als Manager, krass. Oh, jetzt dunkel. Der hier, der Typ, den ihr gleich seht, das war auch mal irgendwie ein Chef von irgendeiner Organisation. Das glaube ich auch damals von Squared Circle bei allererste Manager. Oder Chef von Squared Circle war das. Das war ein cooler Einlauf, ich hoffe, er gewinnt. Weil mein Ivan Trost hatte mal eine 15-8. Boah, hat der geil gekontert. Auf jeden Fall. Bitte gib mir jetzt nicht auf, sonst ist mir das Video zu kurz. Ach, Gott sei Dank. Das Video kann natürlich heute ein bisschen kurz sein. Das ist ein bisschen doof. Da kann man schon ein bisschen absehen, wann der Kampf zu Ende ist. Aber ist halt nur immer so. Aber was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau. Hat einen Titelkampf gehabt im Mittelgewicht. Gegen einen Typen, der hatte als Manager auch meinen Manager. Also mein Manager hat ja mehrere Typen, für die er im Ring steht. Ne? Genau. Und mein Manager ist ja jetzt wieder auch selber als Kämpfer zurückgekehrt und macht da ein paar Kämpfe vielleicht. Man kann sich das so vorstellen wie Vince McMahon. Alter, geile Kicks. Wie bei Vince McMahon, stellt euch vor, der ist irgendwie bei WWE und hat dann ein paar, mit denen er an den Ring geht. Also wie Paul Heyman zum Beispiel. Und ja, wie Paul Heyman zum Beispiel. Vince McMahon macht das und deshalb gibt er seine Stelle als Chef auf von WWE und kehrt dann selber zurück als Wrestler. So ungefähr ist das mit meinem Manager. Genau. Das war Vince McMahon ja selber noch nie so richtig Wrestler. Im Gegensatz zu meinem Manager. Komm, steh auf. Okay, ich glaube, der hat die Hände gehoben, deshalb hat er gewonnen. Yakuza. Wie wenn man hier so schnell tippt, dann kann man so ausweichen. Das finde ich cool. So, hier haut er. Ja, nach da, genau. Ich bin der beste Ausweichking. Boah. Das ist die Ringglocke. Der hat ihn richtig. Also er hat sich so ganz gerade gedreht. Und dann hat er den aber abgefangen. Ja. Komm schon, nimm das Ding. So. Jetzt kann man weitermachen. Da war ein bisschen was für euch, damit es ein bisschen spannender ist. Ey, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Alter, auf die Ringglocke. Ich glaube, ich helfe mal meinem Schütz.
Schreib dir nochmal. Ich will dir nochmal helfen, dass er in die Spur zurückfindet. Eigentlich mein ehemaliger Klient sozusagen, für den ich mal kurz da war. So, jetzt habe ich es geschafft. Man muss B und T gleichzeitig drücken. Machst du gut. Nein. So. Geiles Flying Knee. Komm, schaffst du. Komm, du schaffst das, Ivan Trost. Ey. Also der braucht echt viel Hilfe. Geiler German Suplex. Boah, hab ich den auch umgenietet. Wer hat gewonnen? Vielleicht sogar der Linke, weil er die ersten beiden Runden gewonnen hat. Oh ja, Ivan Trost. Geil. Das ist der Manager vom Gegner. Den habe ich noch mal ein bisschen verprügelt. So. Das war ziemlich viel Action, das finde ich gut. Er hat 2-1 gewonnen, Ivan Trost. Wahrscheinlich hat er die zweite und dritte Runde gewonnen. Ich habe ja kurz am Blippet und an Striking verloren. Und Trust, hatte der nicht einen 15-3? Jetzt hat er eine 16-4. Nee, der hatte einen 15-4. Okay, ist okay. Und der ist auf die 3 geklettert. Geil. 903, wie viel habe ich gewonnen? Ah, das ist schon extra drauf gezahlt. Ja, ich habe das Geld bekommen für den Job als Ringrichter. Needles hat für 20 Wochen bei Metz Martial Arts verlängert. Hat jetzt eine 13-7. Ah, das ist Antin Jinnanki, der Manager bei uns, so also der Chef von der Organisation, hat aber auch eine 18-8 als Kämpfer. Also der kämpft aber nicht mehr, wahrscheinlich. Skizirkel. Ja, wir sind jetzt der beste Brand, also beste, wie nennt man das eigentlich? Nicht Organisation, auch nicht irgendwie Liga, sondern Brand, also beste, wie nennt man das? Bestes Roster? Na, Roster ist bei Wrestling. Auf jeden Fall mit 89% Ratings. Wir haben Fighters Rap abgelöst. Da hält nicht mal Metz Martial Arts mit und auch nicht Wrestling Revolution. Davon habe ich noch gar nichts gehört. Lisa Mitchells Toughness hat sich verbessert. Und der Anton Ginocchi ist auch jetzt Manager geworden. Vielleicht übernimmt dann wieder ein neuer irgendwie ein Dings. Die Chefrolle. Neuer Manager, Snake Suzuki hat jetzt Motorroller Chan als Manager. Okay, der hat verlängert. Tenryu Mist, was Gott Zirkel für 14 Wochen. Moving on up. Sam Hansen hier. Ist auf die 15. Der hat einfach Machine Miyuri besiegt. Also ist er Schwergewicht. Oh. Biggest Loser, der hat an 4 Gewicht verloren. Federico Fischer hat aber an Speed gewonnen. Der ist jetzt richtig schnell. Und neuer Heavyweight Champion bei Wrestling Revolution. Tundra. Moving out, Red Gator H1 hat Fight CU verlassen, also diese Ausbildungsdigon ist jetzt bei Fighters Rap.
Gut, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video, obwohl ich jetzt nochmal trainieren konnte, aber ich mach's nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, das war der zweite Teil von meinem Video sozusagen. Ich habe jetzt einfach eine Aufnahme. Erste Folge kam natürlich jetzt Dienstag. Der Kampf, den wir gewonnen haben, und jetzt die zweite, einfach nur der geile Kampf als Ringrichter. Fand ich richtig nice, diese Aufnahme. Wäre natürlich cool, wenn ich es an einem Tag hochladen könnte, aber leider liegen jetzt noch 4 Tage zwischen, weil ich jetzt nicht unbedingt Zeit habe, sonst noch aufzunehmen. Da kommt dann zwischendurch noch BR Bausimulator. Könnte aber auch sein, dass es Freitag kommt. Samstag, Mann. Und Donnerstag jetzt hier dieses Video kommt. Das werdet ihr ja sehen. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Würde mich über eine sehr, also eine positive Bewertung freuen, über ein Like, das ist sehr selten, also da würde ich mich sehr drüber freuen, natürlich auch über ein Abo, wenn ihr regelmäßig meine Videos schaut und natürlich auch konstruktive Kritik in die Kommentare, was ich so besser machen kann, natürlich auch Tipps und Tricks, was ich so machen könnte hier in Dings. Vielleicht könnt ihr mir reinschreiben, was ich hier zum Beispiel beim Fighter, Edit Fighter machen könnte, zum Beispiel Angriffe, da kann man ja auch einstellen, was man zum Beispiel als Angriff haben will. Aber vielleicht gibt es da wahrscheinlich auch Beschränkungen. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier ein Flying Knee machen könnte. Ja, oder irgendwie so ein. Ich weiß nicht, wie diese Kicks, wo du dich mehrmals drehst. Diese Kicks, dieser Headkick. Ich weiß nicht, ob der es schafft, ohne dass ihm dabei die Kniescheibe rausspringt. Aber naja, muss jetzt auch nicht unbedingt. Ich finde, so ein Kämpfer passt, dass er mehr auf Punches, dem Wert liegt. Das passt irgendwie. Ja, dann habe ich noch ein bisschen jetzt zum Ende mit euch so gequatscht und ja, trotzdem, ja, würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, wir hauen anderen Leuten in die Fresse. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder wunderschöne Tage. Ciao.